Seinen Spezialkürbiseintopf will Sebastian mit Unterstützung der 31-jährigen Sina zubereiten. Sie wird gerade zum ersten Mal Mutter. Danke. Hallo, hey, Sebastian. Sina. Na, hast du Hunger? Ja, ich hoffe, du hast ausreichend für zwei dabei. Du, bei mir sind bis jetzt noch alle satt geworden, versprochen. Wunderbar, ich freue mich drauf. Sina hat eine Lehre als Hotelfachfrau absolviert und ist heute Eventmanagerin. Sina, ich habe dir heute einen Kürbiseintopf mit Überraschungen versprochen. Ja, du siehst schon, die Zutaten sind ein bisschen ungewöhnlich. In den Eintopf kommt Paprika, das macht es nachher schön knackig. Und Äpfel, die geben eine richtig schöne, fruchtige Note. Ich bin mir sicher, ich werde dich mit dem Rezept begeistern können. Ja, es klingt super. Ich habe schon viel Kürbis gegessen und muss ehrlich zugeben, dass ich eigentlich nicht so der Kürbis-Fan bin. Da mich aber alle anderen Zutaten doch sehr ansprechen, bin ich am Ende gespannt, wie es mir schmecken wird. Das alles soll in einen Topf passen. Sina, das Tolle an so einem Eintopf ist, man muss einfach alles in Würfel schneiden. Ja? Und das machen wir jetzt. Die ganzen Würfel rösten wir uns nachher mit so ein bisschen Olivenöl an, geben ein bisschen Tomatenmark dazu und löschen das mit Gemüsebrühe ab. Und dann kocht sich der Eintopf eigentlich schon ganz alleine. Ja? Aber wie gesagt, erstmal das Schnippeln, deswegen Arbeitsteilung. Ich mache die unangenehmen Sachen, ich schneide den Kürbis, Knoblauch und Zwiebeln und du den Rest. Okay. So machen wir es. Entscheidend beim Kürbis ist es, ein robustes Messer zu verwenden. Sina hat es leichter. Mit Lauch, Paprikaschoten, Tomaten und Äpfeln. Sebastian kümmert sich noch um die rohen Kartoffeln, Zwiebeln und den Knoblauch. Am Ende müssen gleich mehrere Teller mit Würfeln herauskommen. Sina, wir werden uns zuerst die Zwiebeln ein bisschen Olivenöl anschwitzen, geben dann die Kartoffeln, den Kürbis und die Paprika dazu, auch kurz mitbraten, mit Tomatenmark dazugeben, auch mitrösten, ablöschen mit Gemüsebrühe. Jetzt macht es Sinn, wenn man den größten Topf im Haushalt verwendet. Und dann gilt, alles üppig verwenden, nur bitte am Tomatenmark sparen. Du hast gesehen, 2 Esslöffel Tomatenmark habe ich rangemacht. Das reicht auch, wir wollen ja keine Tomatensuppe machen, es wird ja ein Kürbiseintopf. Ja. Und durch das Tomatenmark verstärken wir einfach noch so ein bisschen die Röstaromen. Mhm. Nun also mit Brühe ablöschen, die Tomaten und Lorbeer zugeben. Das Ganze lassen wir jetzt so ungefähr 20 Minütchen kochen. Ja. Sina, du hast mir erzählt, du hast eine Weinschule. Jetzt hatte ich ja gehofft, dass du mir einen Wein empfehlen kannst, aber aus offensichtlichen Gründen, ja. Du erwartest Nachwuchs, wie man sieht, fällt der Wein für uns beide heute ja aus. Was kannst du als Getränk dazu empfehlen? Ja, mein Mann, der ja auch die Weinschule mit mir zusammen betreibt, der würde sich jetzt sicherlich einen schönen Weißwein aufmachen mit einer schönen Frucht. Für mich fällt es, wie für viele Autofahrer, ja auch raus. Deshalb würde ich wahrscheinlich einfach einen schönen hellen Traubensaft dazu trinken. Aber ihr habt bei euch in der Weinschule noch keine Säfte eingeführt? Haben wir noch nicht eingeführt. Nach den 20 Minuten köcheln, noch den Lauch zufügen und zusammen mit süßen Äpfeln weiter aufkochen lassen. Danach gibt Sebastian etwas Apfelessig und Salz dazu und dekoriert den fertigen Eintopf schließlich mit Kräutern, Kürbiskernen und Sauerrahm. Mal schauen, wie Sebastians Spezialkürbiseintopf bei Eventmanagerin Sina ankommt. Also ich habe ja schon vorweg gesagt, dass ich eigentlich nicht so der Kürbis-Fan bin, aber der Eintopf ist tatsächlich sehr gut gelungen. Man hat eine wunderbare Säure, die Frucht vom Apfel kommt schön durch, die Kürbiskerne sind schön knackig. Und zudem passt der Eintopf wunderbar zum Herbst, das wärmt von innen, es ist schön kräftig, einfach toll. Fehlt nur noch Sinas angekündigter heller Traubensaft. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.